Schach hier. Und ich würde es mir eigentlich wünschen, weil Wesley So, um ehrlich zu sein, wir haben einen Gegner, hat nicht so Bock auf das Kaidan-Turnier. Das hat er ja schon durchscheinen lassen. Aber das ist crazy. Das ist spannend. Ich finde es richtig spannend. So. Wann ist Vincents nächstes Turnier? Ja, ich hatte gehofft oder gedacht, dass er vielleicht in Indien dieses Superturnier mitspielt. Denn Vincent hat ja theoretisch eigentlich auch noch eine kleine Chance, sich über Rating zu qualifizieren. Aber er spielt da nicht mit. Von daher. Weiß ich nicht, wann Vincents nächstes Turnier ist eigentlich. Ja. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Oder vielleicht dann, wahrscheinlich World Rapid und Blitz. Aber gut, da kann er sich nicht mehr über Rating qualifizieren für das Kandidatenturnier. So. Springer zur Seite, dann Läufer zur Seite. Ah, Läufer D3. Springer D7. Ich weiß nicht, Springer E4 sieht irgendwie gut aus. Gefällt mir. Danke dir, Michi, danke dir. DE5. Macht er Springer C5 oder was? Wahrscheinlich Springer C5. Ja, na gut. Alles nicht so wild. Alles nicht so wild. Dame E2. Der Springer steht trotzdem komisch. Ich bringe den Turm auf die D-Linie. Und dieser Bauer, das ist immer... Der ist unangenehm für Schwarz. Der ist unangenehm. Ich habe immer Angriffschancen gegen den König. Das gefällt mir an dieser Variante. War zwar kein Mauergambit, aber ist auch ganz nett. Turm E8, okay. Turm auf die offene Linie sollte richtig sein. Was macht er denn hier jetzt für ein Rumgegurke? Ich kann schon mit Springer G5 kommen, warum eigentlich nicht? Ja, let's go, oder? Würde ich sagen, Freunde, let's go! Wir gehen ran da an den Speck. Denken über solche Opfer hier nach. Läufer E7, aber ganz schnell zurück mit dir, mein junger Freund. Kann ich schon trotzdem opfern hier? Was halten wir davon? Was halten wir davon? Ja. Muss nicht sein, ne? Einfach Dame ranbringen. G6. Okay. Dann muss die Dame wohl wieder zurück. Das war jetzt eigentlich nicht so der Masterplan, sag ich mal. Springer E6 können wir nicht machen. Ne, muss die Dame wieder zurück. Ist okay. Wir haben das ein bisschen geschwächt. Ja, H6. Ja, aber jetzt wirklich, jetzt, also. Jetzt reicht's, oder? Jetzt musst du jetzt mal gehen, dass ich hier opfern kann. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass es immer noch nicht geht. Das musst du jetzt mal gehen. Mensch. Mensch, 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 Mensch. Springer E6, F4, Läufer E6, König F8. Und jetzt Dame H5. Ach, ich mach das jetzt. Mir reicht es hier. So, und Dame H5. Haben wir nichts Besseres. Dame G4, nimmt den. Ich möchte nach F4 kommen, aber... Na, Dame H5. Aber König G7 und dann Läufer E8. Ha. Aber König G7, Läufer F7 vielleicht. Läufer F7 sieht schlau aus. Sollte ich als fortgeschrittener Beginner
viele verschiedene Öffnungen lernen? Nee, lieber eine Handvoll und tiefsinnig, definitiv. Guten Abend, Frank. Ja, das ist der Plan. Mal sehen, wie weit wir kommen. Läufer E6, Läufer F5. Ja, machen wir das, oder? Läufer E6, Läufer F5 als nächstes. Ich habe jetzt auch schon drei Bauern für die Figur. Gegen alle YouTube-Mitglieder habe ich schon gespielt, deshalb da bin ich schon durch. Läufer F5, so jetzt muss er das abgeben und ich habe genug Material. Der Niemand spielt auch nicht mit in der. Nee, der spielt nicht mit. Das stimmt. Ah, er hat noch Läufer E8, aber dann Dame G4, passt auch. Ja, Dame G4, habe ich noch was Besseres? Nee, Dame G4 sieht gut aus. König H8, Läufer schlägt, schlägt, schlägt. Dame H3 vielleicht sogar. Ich will den Bauern gewinnen. Hat noch Dame C6. Dann E6, Turm F6, Läufer G5. Sieht ganz gut aus. H5, okay. Das geht auch. Ja. Ist alles nicht so leicht, ne? Okay, machen wir mal Läufer E3. Ich gebe den Bauern ab, aber öffne dann auch ein paar Linien für meine Figuren. Zumindest ist das so ein bisschen die Idee. Turm E1 oder Läufer D4? Machen wir mal Turm E1. Hier gibt es viele Ideen auf der Linie. Aber Läufer D7 kann kommen, ne? Aber dann trotzdem Läufer schlägt B6. Und hier hängt einiges. So, jetzt könnte ich auch Läufer D4 erstmal machen. Das sieht gut aus. Mit der Idee Turm E7 als nächstes. Hey, Türme müssen irgendwie reinkommen. Ich muss irgendwie einen Angriff starten gegen seinen König. Turm schwenk, Turm verdoppeln irgendwie. Ja, Turm E2. Läufer D7, Turm E7, Läufer H3, Turm F7, GH3. Ist nicht so schlecht. Könnte man machen. Würde die Sache ein bisschen vereinfachen. Hier Läufer D7, Turm E7. Läufer H3, Turm F7, Turm F7, GH3. Zwei Bauern mehr nach wie vor. Klar, Struktur ein bisschen geschwächt, aber sollte trotzdem sehr gut sein. Okay, er zieht den zurück. Dann ziehe ich den zurück. So, dann gehen wir mal hier in Schach. Dame G3. H4, Dame F4. So, ja, wie kriege ich einen Matt hin? Wie kriege ich einen Matt hin hier? Okay, er hilft mir jetzt. Ah, Turm G2 hat er. Turm G2, König G2, Läufer H3, König F3. Scheint noch zu funktionieren für mich. Ein bisschen knapp, aber es geht. Aber wo? Das kann doch nicht richtig sein. G3. Schach. Läufer F5 zurück. Dame F3. Schach hier. Irgendwie komme ich hier nicht vorwärts. Schach hier. Was ist denn damit eigentlich? Warum sehe ich das erst jetzt? Warum bin ich so langsam manchmal? Warum bin ich so langsam manchmal? Schach hier. Schach hier, Schach hier, Schach hier, Schach hier, Schach hier, Schach hier. Okay, let's go, let's go. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.